So, ich habe das Spiel jetzt neu gestartet, bin aber trotzdem hier hingelaufen und jetzt könnten wir ja mal schauen, was wir angehen. Was würde denn die Mirabelle heute wollen? Alexandrit, das haben wir drüben, und gegrillter hübscher rosa Seestern. Okay, da müssten wir drüben Seestern angeln. Ah, ich hätte mir wer mitnehmen können, gell? Da wäre am klügsten, die noch gelevelt werden muss, ist die Daisy. Okay, ich muss halt immer kleinweise schauen. Weil er hat mir vorher trotzdem schon wieder hergeschrieben, bist du offline? Gut, dann holen wir die Daisy noch. Also immer kleinweise schauen, um sicher zu gehen, dass es eh rechnet, weil, ja, keine Ahnung, was da heute los ist. Ja. I don't know that. Die Daisy, wir gehen einfach bei den Laden, dann wissen wir, dass sie fix da ist. So, Daisy. Hoffentlich bereitet dir Donald nicht zu viel Ärger. Kann ich das hier nicht ausstellen? Warte mal. Kann ich die hier... Wie kriege ich denn die da runter? Ich kann... Du hast aber laute Kundschaft. Wie kriege ich ihn? Das verstehe ich nicht. Achso, das ist das. Nun gut, egal. Daisy, komm her. Freundchen. Habe ich irgendetwas vielleicht für dich dabei? Okay, die könnten wir auf jeden Fall machen. Lass uns abhängen. Dann geh mal mit. Das heißt zu Hause. Gehen wir schnell runter, dann bringen wir ihr den pinken Taurin oder wie das heißt. Das war jetzt der glänzende, gell? Du, Amalin. Daisy? War ich dir zu schnell? Macht nix. So, ah, sie will den normalen. Okay, dann warte. Dann tauschen wir den noch schnell aus. Kommt der rein. Den holen wir raus. So, ich habe was für dich. Dann die Passionslilie. Die grüne, die ist oben in den Höhen. Die holen wir jetzt noch. Achso, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich lernen. Aber wir wissen das Rezept. So. Dann hoch da. Da haben wir die Passionslilien. Hier. Die grüne wollt sie haben, gell? So. Ich habe was für dich. Genau. Bupp, dann ist sie. Ah, geht sich nicht aus. Egal, dann können wir jetzt aber noch schnell... Was möchte sie noch haben? Minis Lebkuchenkekse. Ob ich da das habe, weiß ich nicht. Habe ich hier oben was zum Kochen? Nee. Ach so, ich könnte ja das oben eigentlich auch machen. Warte mal, das gibt mir 200. Da werde ich bestimmt wieder irgendwas brauchen, wie Käse und das Ganze. Schauen wir mal, ob wir das Rezept von der Minis Lebkuchenkekse überhaupt haben. Minis...
Schokolade. Nee. Okay, warte. Sammlung. Gerichte. Das ist aber eine Nachspeise. So, schauen wir mal. Minis. Ha, toll. Was ist in den normalen Lebkuchen? Warte mal, Minzbonbon. Ich probiere jetzt was. Nee, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. So, hier. Minzbonbon. Wahrscheinlich Zucker und Minze. Schauen wir mal, ob wir da Minzbonbon rauskriegen. Ha! Jawoll! So, dann nochmal. Sammlung Gerichte. Haben wir da schon irgendwelche Rollen? Kartoffelrollen? Paprikarollen. Das heißt, ich brauche Ei und Käse. Warte. Ei. Und Käse. Also ich bräuchte drei, gell? Machen wir so. Probieren wir mal, ob wir da ein bisschen was zusammenkriegen. Gerichte, Auberginenrolle. Pass auf. Das heißt, ich brauche eine Aubergine. Habe ich bestimmt. Hoffentlich. Aubergine. Dann einmal Ei. Und einmal Milch. Habe ich jetzt keine Milch gekauft? Achso, Käse. Ja. So, dann. Sammlung, Gerichte, Austern. Platte. Vielleicht Austern und Zitrone. Muss ich schauen, ob ich Austern habe. Nee. Kann ich das mit einer Jakobsmuschel machen und einer Zitrone? Warte mal, wo ist denn die Zitrone drin? Das ist halt eine Jakobsmuschel. Nee, das sind Meeresfrüchte. Eine Auster. Ah, das ist eine eigene Ding. Okay. Verstehe. Dann haben wir hier noch Chilischotenrolle. Chilischoten habe ich bestimmt auch. Chilischoten. Dann Käse und Ei. Sehr schön. Sammlung Gerichte. So kommen wir voran. Grüß an dem, die. Das ist aber neu. Grüß an dem, ne? Genau. Das haben wir aber noch nicht. Das heißt, das kann ich auch noch nicht machen. Cremesuppe, das kann jetzt mit allem sein. Gebratene Champignons. Einfach vielleicht zweimal Champignons? Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Probier mal. Das wird eine Gemüsesuppe. Okay, vielleicht Champignons und
Gebratene Champignons. Vielleicht eine Butter? Ha! Siehste! Sehr gut! So gefällt mir das. Okay, Cremesuppe weiß ich nicht. Gerösteter Spargel. Okay, warte mal. Dann werden wir höchstwahrscheinlich brauchen einen Spargel. Wo haben wir denn einen Spargel? Und vielleicht auch Butter? Nee. Spargel. Raps vielleicht. Das könnte sein. Raps und Spargel. Raps als Öl vielleicht? Ja. Tada. Das hätte man schon viel eher machen sollen. Jasmintee. Das ist auch was Neues, oder? Zutaten? Jasmintee-Blätter, ja. Kartoffelrollen. Kürbisrollen. Okay, warte mal. Kartoffel. Kartoffel oder Kürbis? Kartoffel. Oh, so gefällt mir das. Und dann brauche ich ein Ei, habe ich noch. Die habe ich aber nicht hier. So, und dann Käse, Ei und einen Kürbis. Puh. Sehr schön. Sammlung, Gerichte. Was haben wir dann noch? Eine Okrasuppe. Brauche ich da einen Okraschoten? Schau mal. Die sind auch hier drin, ne? Okra, Okra. Sehr schön. Nächste Gericht. Wir testen jetzt einfach ein bisschen. Okay. Oolong-Tee, das ist neu. Pommes. Okay, das wird irgendwas mit Kartoffeln sein. Vielleicht Kartoffel und Tomate? Hammer, Kartoffel und Tomate. Kartoffelhammer und eine Tomate haben wir auch. Okay, vielleicht. Schau mal. Nee. Okay, Kartoffel. Wo ist denn jetzt der Raps drinnen? Ah, da habe ich jetzt keinen mehr. Doch, hier. Ja. Tada! Sammlung Gerichte. The next one ist ein Püree. Einfach nur eine Kartoffel. We try it. Eine Kartoffel. Et voilà. So, dann Sammlung zu... Nee, Gerichte. Sesambällchen wird schwierig. Schwierig. Ein Hering. Ein süßer Hering. Okay, ich weiß nicht, ob ich einen Hering habe. Doch, ich müsste Hering haben. Das ist ein Hering. Es ist halt nur die Frage, was dazu. Ein süßer.
Mit Zucker? Nee. Hering und Zitrone vielleicht? Aber dann ist er nicht süß, dann ist er sauer. Hering. Und Knoblauch? Nee. Hering. Vanille. Ich weiß nicht. Oregano, Zimt, Paprika. Basilikum. Nee. Jetzt habe ich keinen Hering mehr. So, und eine Tomatensuppe. Warte, da brauche ich wahrscheinlich nur eine Tomate. Die müsste hier drin sein. Eine Tomate. Hering und Zwiebel hätte ich probieren können. Sehr schön. Ein neues Rezept. Ein Traumfitz. Zucchini-Rollen und Zwiebelrollen gibt's auch noch. Okay. Zucchini und Zwiebel war das jetzt, gell? Zucchini. Und Zwiebel. Wunderbar. So. Eigentlich wollte ich ganz was anderes machen. Austern. Da müsste ich zum schillernden Strand runterschauen. Und Traumfitz. Das könnte jetzt alles sein. Ich würde mal auf jeden Fall ein Slush-Eis reingeben. Dann eventuell vielleicht eine Blaubeere, eine Erdbeere und eine Himbeere. Probier mal. Ein Fruchtsorbet. Okay, dann nochmal. Vielleicht Vanille. Eine Dreamlight-Frucht. Und eine Zitrone. Ich glaube, da sticht sich alles, aber gut, wir probieren. Ein Zitronensorbet. Okay, so geht's natürlich dann auch. Ein Slush-Eis, vielleicht zwei? Ich weiß es nicht. Dann Himbeer und Blaubeer. Gibt's irgendwas, wo man zwei reingibt? Nee. Fruchtsorbet. Okay. Weil es eben so rot ist. Vielleicht nur rote Sachen und ein Slush-Ding? Warte, ich probiere. So Slush. Und dann was Rotes. Apfel. Erdbeer. Himbeer.
Und vielleicht statt Apfel eine... Nee. Slush-Eis. Slush-Eis. Probieren wir so. Und dann Erdbeer, Himbeer. Auch nicht. Was haben wir denn noch? Eine Kirsche können wir auch noch probieren. Kirsche, Himbeer, Erdbeer. Nee. Gut, dann weiß ich es nicht. Gerichte. Okay, machen wir hier mal Basilikum-Omelette. Das normale Omelette wird einfach nur mit Ei gemacht, ne? Ah! Okay, Milch, Käse, Ei und Basilikum. Milch, Käse. Haben aber einiges jetzt. Uff, die geben. Ja, 83. 500. Ja, 200. 300. 200. 99. So. Käse. Aber Käse, gehört da nicht Butter rein? Warte, ich schau nochmal. Ein normales Omelette. Wo ist es? Nee, Käse, Milch und Ei und Basilikum. Ups. Käse, Milch und Ei und Basilikum. Okay, gut. Ich gehe jetzt die Sachen... Keine Ahnung, was ich mit denen jetzt mache. Da müssen wir auf jeden Fall immer kleinweise weiter probieren. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich bringe das jetzt rein. Wir haben drinnen eh noch eine Truhe stehen mit Essen. Da haben wir jetzt den Rest noch mit dazu. So, schon her. Also, das ist leer. Zuerst hier. 2000. Oh, 1000. 1000, 1000. 600 behalten wir uns. 1000. 400, 700, 400, 200. 1000, 400, 200. Ja. Ja. Die kleinen behalten wir uns. So, und bup. Dann haben wir schon wieder ein bisschen was zum Essen. Sehr, sehr gut. Was wollte ich jetzt eigentlich machen mit ihr? Ich brauche jetzt schnell ein bisschen Geld, damit ich mal die Quest hier mit den Dings abschließen kann. So. Das heißt, wir schauen mal, wie weit unten das Dings ist. Ich bin so froh, dass ich... Dann brauche ich halt schon viel. Da ist halt noch nichts drin. 8. Ah. Na, wie geht's? Zweihundert. Die Sachen geben halt nichts. Naja, aber Kleinmist macht auch Dreck, sagt man so schön. Deshalb verkaufen wir jetzt die kleinen Sachen. Immerhin sind es 4000. Und dann probieren wir jetzt, die heiße Schokolade und das alles zu machen. Und hier nehme ich eine aus damit. Hey, übernimm dich nicht. Wir sind für dich da. Ah ja, eigentlich
Wollte ich Dings machen, hier. Oh, schon wieder. Das wollte ich eigentlich machen. Nun gut, nun gut, nun gut. Wir müssen hier rein. So. Für den heißen Kakao schauen wir mal, was wir brauchen. Heißer Kakao. Brauche ich mal zweimal Milch. Wir gehen es langsam an. Zweimal Milch. So. Zweimal Milch. Jetzt habe ich keinen Zucker mehr, oder was? Nein. Oh. Der Zuckerrohr wächst unten am Strand. Ja, ich kaufe mir schnell einen. Das passt schon. Der kostet eh nicht so viel. Da passt. Also ich brauche noch mehr. Ah. Nicht verkaufen. Kaufen möchte ich bitte. So, 9, ja, das passt schon. Und die kaufe ich auch noch. Und dann gehen wir zurück rauf. So, hier. Also, wenn du mich fragst, können wir jetzt manchmal ein paar Lacher vertragen. So, dann brauche ich noch mal eine heiße Schokolade. Okay, es wird fast in jedem Gericht gebraucht. Dann brauche ich Schokokekse. Achso, ich hätte gleich... Warte mal, für die Minze brauche ich Butter. Das heißt, ich brauche viermal Butter. Viermal Milch. Und zweimal Eier. Viermal Butter. Zweimal Eier und viermal Milch. Okay, da müsste sich jetzt eigentlich alles ausgehen. Und nochmal. Dann Schokokekse zweimal. Dann brauche ich Schokoeis zweimal, bitte. Und dann haben wir noch die Schokoladenwaffeln. Zweimal und dann haben wir's. So. Sehr gut. Das heißt, die Sachen bringen wir jetzt zu Christoph. Wo ist Christoph? Der ist nicht zufälligerweise hier. Schade. Christoph! Wo du bist? Okay. Der ist auf den eisigen Höhen. Gut, gut, gut. Ist gerade am Weg runter. Hi. Hey, übernimm dich nicht. Nee, nee, keine Sorge. Ja. So, Christoph. Bitteschön. Hey. Was ist das alles? Oh, nein. Hat Anna dich dazu angestiftet? Sie will mir immer wieder einreden, dass man Schokolade zum Frühstück, Mittag und Abend essen kann. Abendessen essen kann. Komm schon, Christoph, sieh dir an, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Ich muss zugeben, du hast hier einiges aufgetischt. Ich teile das mit Anna bei den nächsten drei Mahlzeiten. Wer weiß, vielleicht mag ich es. Ja. Danke. Danke. Ich bin wirklich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. So, Remy.
ist zu Hause. Dann holen wir uns jetzt die Schmiedeeisen ab. Hi. Hallo. Nun, wie ist es gelaufen? Hat Christoph das Schokoladenbuffet gefallen, das du ihm gebracht hast? Es war wieder eine erfolgreiche Lieferung. Also, du wirst langsam ein Profi darin. Ich muss aufpassen, sonst eröffnest du bald ein Chess. Ori. Ah. Bitte sehr, Schmiedeeisen zur Verfügung gestellt von Herrn Duck. Nutze es, um etwas Großartiges für das Dorf herzustellen. Je mehr du für den Lieferdienst des Chess Ramy machst, desto mehr können wir bestellen. 3 habe ich heute gekriegt. Schön. Danke. Okay, das heißt, wir haben Gerichte getestet. Wir müssen da auf jeden Fall schauen, dass wir da noch ein bisschen mehr machen, auf jeden Fall. Weil Gerichte, es fehlt uns schon noch einiges. Auch hier die Sachen. Aber ich muss sagen, die Vorspeisen haben wir jetzt fast voll. Hauptspeisen sind mehr oder weniger viel zu testen. Ja. Da haben wir halt noch einiges, was fehlt. Aber wenn man mal so gewisse Sachen eben hat, dann tun wir uns schon mal leichter, ne? Wenn man sich nach was richten kann. Hier zum Beispiel, ne? Je nachdem. Nachspeisen, da fehlen uns auch noch einige. Mein Heldkeks, Apfelkuchen, Apfelsorbet. Ja, ein Frühlingsschokolade. Oh, ich krieg Hunger, wenn ich das alles sehe. Karamelläpfel. Was? Kokosnuss-Eiscreme. Mm. Naja, es wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung. Tropische Limo. Mhm, müssen wir schauen. Ein Traumeis, auch nicht schlecht. Vanilleeis, wissen wir, wie es geht? Da werden wir wahrscheinlich Slush, Milch und noch irgendwas dazu brauchen. Aber ja, das probieren wir alles kleinweise durch. Wir haben ja Zeit. Und bei der Insel der Ewigkeit haben wir halt noch gar nichts wirklich gemacht, ne? Da müssen wir auch noch testen. Das heißt, das wird eine lange Liste noch. Aber wir tasten uns ran. Wir werden sehen und wir werden das hinkriegen. Wie auch immer. Aber wir werden es hinkriegen. Aber erstmal machen wir ein Päuschen, ne? Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, bitte spoilert nicht Gerichte. Ich danke. Ich möchte das alles selbst irgendwie versuchen zum herausfinden. Wenn es gar nicht geht, frage ich immer noch. Aber ansonsten lasst mir bitte allein herausfinden. Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Ansonsten, ja. Ja. Wir sehen uns morgen. Vielen Dank und bis dann.